Willkommen zu Balsam für meine Seele, eine Ermutigung für den heutigen Tag. Ich gebe zu, die Übung, die ich in der vergangenen Woche jeden Tag gemacht habe, sie mutet einem schon einiges zu. Aber sie ist, vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten, sehr ermutigend. Diese sehr kraftvolle Übung hat mir geholfen, präsenter, bewusster und dankbarer durchs Leben zu gehen. Sie ist ganz einfach. Sie machen sich immer wieder am Tag einen Moment klar, dass es jetzt das letzte Mal sein könnte, dass Sie diese Sache erleben. Jetzt können Sie natürlich sagen, aber ist das nicht sehr deprimierend? Vielleicht. Aber noch mehr ist es erst einmal sehr wahr, realistisch und bewusst. Und je näher wir uns im Leben der Wahrheit nähern und Ja dazu sagen, auch zu den unerwünschten Tatsachen, desto echter und voller und ich sag's mal in meinen Worten, lebens- und gottverbundener können wir leben. Natürlich, ich kann das als deprimierend empfinden. Ach Mensch, dass ich das jetzt vielleicht eventuell das letzte Mal erlebe, dass ich heute aufstehe, dass ich das esse, dass ich den Menschen begegne, dass ich über diese Reise nachdenke und so weiter. Aber eigentlich, wenn ich es als nur deprimierend empfinde, ist es vielleicht auch eher ein Zeichen dafür, dass wir die Wirklichkeit verneinen und verdrängen. Klar, wir können nicht ohne Verdrängung leben, aber für mich ist der Glaube etwas, was mich ermutigt. Schaue das Leben ganz und offen an. Und wenn ich mir nun einmal klar mache, dass ich dies oder das, was ich gerade erlebe, vielleicht zum letzten Mal erlebe, dass ich heute vielleicht das letzte Mal in meinem Garten sitze, dass ich heute vielleicht das letzte Mal diesen Kuchen esse, dass ich heute vielleicht das letzte Mal meine Eltern sehe, dann kann es sein, dass ich diesen Moment noch viel mehr wertschätze und vielleicht sogar dankbar für dieses Geschenk bin. Nicht alles so selbstverständlich nehme. Denn das ist ja oft unser Problem. Wir nehmen viel zu sehr etwas selbstverständlich und das Leben rutscht so weg. Deswegen finde ich diese Übung so großartig, weil sie mir hilft, mehr da zu sein, mehr bei mir zu sein und mehr bewusst dankbar zu sein. Allerdings hilft mir diese Übung nur, wenn ich immer wieder mir das bewusst mache. Das, was du gerade erlebst, diesen Moment, diese Musik, dieses Kinderlachen, vielleicht ist es das letzte Mal. Und ganz bewusst einatmen und Danke sagen. Vielleicht versuchen Sie es mal. Erst vielleicht einen Tag, dann vielleicht einen zweiten. Ich wünsche Ihnen dazu von Herzen Gottes Segen. Bleiben Sie gesund.